Islamic Relief hat in vielen Ländern, auch in muslimischen Ländern, Vertretungen. Dadurch können wir bei einer Krise von Beginn an sehr schnell und effektiv den Opfern helfen. Denn gerade bei Naturkatastrophen bedeutet Zeit oft den Unterschied zwischen Leben und Tod. Im Oktober 2012 habe ich die Syrien-Nothilfe unseres Mitglieds Islamic Relief in Jordanien und im Libanon besucht. In beiden Ländern konnte ich mir ein Bild davon machen, wie Islamic Relief mit der Verteilung von Lebensmitteln, von Trinkwasser und Hygieneartikeln vor Ort hilft. Die Mitarbeiter von Islamic Relief haben mich nicht nur durch ihre Professionalität beeindruckt, sondern auch durch ihre Empathie. Sie leiden mit den syrischen Flüchtlingen und sind mit ganzem Herzen dabei. Vorsorgemaßnahmen retten Leben, denn durch Naturkatastrophen sterben unzählige Menschen. Islamic Relief leistet Katastrophenvorsorge, um Menschen zu schützen. Dadurch können wir Katastrophenopfer vor den Folgen von Krisen bewahren und kostensparend ihre Spenden noch effektiver einsetzen. Denn 1 Euro, der in Vorsorge investiert wird, verringert die Kosten von Schäden bei Katastrophen um bis zu 15 Euro. Im Jahre 2011 zum Beispiel rettete Islamic Relief in Pakistan durch den Bau flutsicherer Häuser viele Familien vor Überschwemmungen. In Bangladesch beobachten die Menschen seit langem die Bewegungen der roten Ameisen. Diese Beobachtungen sagen ihnen eine eventuelle Flut voraus. Islamic Relief berücksichtigt das traditionelle Wissen der Menschen und entwickelt ihre althergebrachten Kenntnisse mit modernen Methoden weiter, damit sie sich vor Naturkatastrophen schützen und vorbeugende Maßnahmen treffen können. Retten auch Sie Leben mit einer Spende von nur 40 Euro.